Weiter geht's. So, wie sieht's aus? Das Knacken, Lions. Lions Pride geht nach vorne, aber nicht mit dem Messer. Wo müssen wir denn hin? Okay, ich sehe schon. Oh. Von wegen, die Waffen sind nicht kalibriert. Der Kollege geht mal krass nach vorn. Nu, die Artillerie. Hätte man natürlich vorher vielleicht ein bisschen irgendwie sich mal angucken sollen. Demokratie ist nicht verhandelbar. Nice. One. Hey, warte mal. Achso, gehört der Bruderschaft an. Wow! Halleluja! Die war nah. Upsi. Oh, was haben wir hier denn? Oh, sie haben einen Neuling erwischt. Nehme ich mal gleich an mich. Oh, 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 ein Heckenschützengewehr. So, oh, noch besser. Ja, ja. Lass mich nur eben meine Rüstung hier noch reparieren. Achtung! Titanlegierung mit Photonenresonanzabsperrung. Missions. Immer her damit. Steak nehme ich auch. Ich gleich mal essen den Scheiß hier. Stärkung vor der großen Schlacht. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Habe ich dann doch noch ein bisschen zu viel dabei. Ha. Da muss was anderes weichen. Nicht mein Superhammer. Das auch nicht. Lasergewehr brauche ich nicht. Kampfflinte brauche ich nicht. Und meine alte Jagdflinte brauche ich auch nicht mehr. So. Der ganze Impulskram nur lähmt. Leg ich noch einfach. Oh! Okay. Dass er den ganzen Scheiß aushält. Das ist beachtlich. Wow! Diese scheiß Artillerie hätte man sich echt mal kümmern können. Wow. Der Kommunismus ist der Inbegriff eines Fehlschlags. Na, pass doch mal auf. Ich soll mich nicht plattrampeln lassen, aber eure Paladine sind nicht besser, ja? Wow. Was haben wir denn hier? Immer her damit. Wieso hat er denn drei Plasmagewehre bei sich? Junkfood, immer her damit. Dummwerfer kann ich meinen reparieren. Kommunistisches Ziel im Blickfeld. Ja. Kommunisten? Wann kämpfen wir gegen Kommunisten? Ah. Oh. Weiter. Boah. Das ist krass.
ihn, dass er das aushält. Demokratie ist nicht verhandelbar. Das stimmt allerdings. Die Befreiung Alaskas steht uns bevor. Na, was habt ihr hier erledigt? Plasmamine. Steht hier? Rebuilding America's Future Today. Glaube aber nicht, Herr Präsident. Höllenfeuerrüstung. Ah, ich glaube kaum, dass mir hier jemand mit einem Flammenwerfer entgegenkommt. Könnte zwar passieren, aber... Nee, nee. Ja, der sollte ganz schön Autsch machen. Wow, wo ist denn der Riesen, der große Kerl hin? Den war doch noch da. Oh. Ist das schon durch? Tatsache. Irgendwie scheint er aber schon alles zu machen. Die Freiheit ist das Oben. Gleisnägel, wir brauchen Gleisnägel. Ach, warte, er hat noch eine Granate. So. Flammenwerfer. So, habt ihr den da in der... Hier, habt ihr ihn erwischt? Ja. Das war er. Lass mal ihn hier mal her damit. Oh, schmutziges Wasser. Gleich mal ein bisschen was züffeln. Feuer konzentrieren! Sollen wir mal den Gatling Laser hier anschmeißen? Ah, hier. Lieber wegschmeißen. Ey, wo ist der große Junge hin? Ah, da hinten schon. Dann. Keine Zeit verlieren. Lass ich die Leichen Leichen sein und plündere irgendwann später. Da kann er keinen angreifen, weil er mit seinen Füßen davor steht. Wow! Autsch! Das muss wehtun. Ja, reiß mal ein, den Scheiß hier. Oh oh. Ich glaube, das war zu viel für ihn. Ha! Getäuscht! Allerdings wird uns da drin nicht sehr viel weiterhelfen. So Leute, ihr fehlt noch alles, ich gehe rein. Gatling Laser! Hey, oh! Gatling Laser! Hey, Abstand wahren, klar? Das ist alles eure Schuld.
nur wegen der Enklave. Au, Leute. Oh oh. Gatling Laser ist alle. Okay. Haben wir noch eine Minigun. Nett. So, die Gatling Gun ist auch leer. Es ist wieder in den Nahkampf. Oh, nö. Noch ein Raketenwerfer. So, wie sieht's aus, Kollege? Ach, mitten rein. Sollte schon reichen. Wuppdidoo. Es kann aber sein, dass ich vielleicht nochmal eine Rüstung brauche, oder? Dürfte ja ziemlich viel abbekommen haben. Passt. Und noch mehr. Gar nicht so schlecht. Ja klar, mehr Glück. All das Glück, was ich brauchen kann. Kriegen kann. So. Wo ging's längs? Hier ging's längs. Zum Projekt Purity. Schon wieder da. Kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Sie und ihresgleichen scheinen wild entschlossen, alles zu zerstören, was unsere Regierung erreicht hat. Es gibt nichts, was mich diesmal davon abhält, sie zu töten. Machen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Es wird mir eine persönliche Ehre sein, dich zu töten. Da haben Sie sich leider etwas übernommen. Sie haben diesen Weg selbst gewählt. Bestellen Sie Ihrem Vater schöne Grüße von mir. Wow, sind das alles? Wow. Leute, auf der Distanz kann man doch nicht mehr mit dem scheiß Raketenwerfer arbeiten. Jetzt reicht's mir aber. So. Wo ist mein Hammer? Ich hau dich aus deiner Blechbüchse raus. Na, hast du noch irgendwelche Kollegen? Nein? So. Das wird dein Ende sein. Brenn, du! Du mein Vater! So. Meins. Gut, das wäre dann wohl erledigt. Ja. Mittlerweile sollte die Pride jeglichem Widerstand da draußen ein Ende gesetzt haben. Gut, dann wollen wir diesen Raum mal sichern. Jawohl. Minigun reparieren. Aber warum nicht das als Ziel hier mit dem Schwert rumzulaufen? Oh, ein Gatling Laser. Warum nicht? Wow, das ist ganz schön verseucht da. Was machen wir jetzt? Die Konsole hier benutzen.
Wenn ich den Virus da reinlege, werden alle Mutanten sterben. Auch Fawkes. Würde mein Vater das gewollt haben? Sicherlich nicht. Aber wer sagt denn, dass ich so handeln muss, wie mein Vater es gewollt hätte? Scheißegal, ob es dem Präsidenten dient oder nicht. Diese Mutanten müssen ein für alle Mal weg. Und auch wenn ich einen guten Mutanten töte, töte ich unzählige andere. So, wie sieht's aus? Ah, Frauen, ey. Wir brauchen immer ewig zum Telefonieren. So viel zum Feiern. Einer von uns wird dort reingehen und das verdammte Ding einschalten müssen. Und wer immer es tut, wird nicht wieder rauskommen. Nicht gerade, wie ich mir mein Ende vorgestellt habe. Wissen Sie? Also, was wollen wir tun? Streichhölzer ziehen? Tja. Ich mach's bestimmt nicht. Du gehst da jetzt aber mal sowas von rein und machst deinen verdammten Job. Ach, so läuft das also. So viel zum Thema Tapferkeit. Schön, ich werde es tun. Ich brauche aber den Code. Der Code ist 216. Okay, verstanden. Schätze, wenn das nicht funktioniert, sind wir so oder so erledigt. Stimmt's? Viel Glück. Viel Glück? Das war's? Schön, danke. Bringen wir's hinter uns. Mach schon. Seh zu. Ah. Komm, du hast eine Ewigkeit, sonst muss ich da noch jemand anders reinschicken. Mein Vater ist hier nicht umsonst gestorben. Jetzt schmeiß das Ding an. Geht doch. Hättest du mal lieber deinen Helm aufgesetzt. Ich opfer mich doch nicht. Kann die Welt von mir aus auch so bleiben, wie sie ist? Und so geschah es, dass der einsam umherziehende Ward 101 verließ, auf der Suche nach dem Schicksal eines Vaters, der einst die Zukunft der Menschheit, der seines einzigen Kindes geopfert hatte. Das Ödland der Hauptstadt erwies sich als grausamer, unwirtlicher Ort, und der einsam umherziehende gab sich schließlich den Lastern hin, denen schon so viele andere verfallen waren. Egoismus, Habgier, Grausamkeit. Das waren die Werte, die diese verlorene Seele durch unzählige Prüfungen und Triumphe führten. Es sollte bis zum Ende dieses langen Weges dauern, bis der einsam Umherziehende sich der größten aller Tugenden stellen musste, der Aufopferung. Doch das Kind weigerte sich, dem selbstlosen Beispiel seines Vaters zu folgen und ließ stattdessen eine wahre Heldin in die verstrahlte Kammer von Projekt Purity treten und ihr eigenes Leben für das größere Wohl der Menschheit hingeben. Leider diente der einsam Umherziehende dem finsteren Präsidenten bereitwillig als Instrument der Vernichtung. Die Menschheit würde weiter bestehen, jedoch nur in ihrer reinsten Form. Endlich flossen die Wasser des Lebens wieder. Doch das darin lauernde Virus hatte bald all jene vernichtet, die der Rettung nicht würdig angesehen wurden. Und so verwandelte sich das Ödland der Hauptstadt, trotz allen Fortschritts, in einen Friedhof. Und so endet die Geschichte des einsam Umherziehenden, der durch das Tor von Ward 101 in die Annalen der Legenden geschritten war. Doch die Geschichte der Menschheit wird niemals abgeschlossen sein. Denn der Kampf ums Überleben ist ein Krieg ohne Ende.
und Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Nanu? Wo bin ich denn hier? Hey! Oh, ein Safe. Aber wieso kann ich mich nicht bewegen? Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte unserer Armee. Wie was, Armee? Ich hoffe, du meinst damit nicht die Enklave. Ich habe das Zeug nicht für die Enklave da reingetan, sondern um die ganzen Ghule und Mutanten auszurotten. Ziel entdeckt! Diese Einheit wurde aktiviert! Ja und? Nun machen wir doch endlich los! Okay, es scheint sich hier um irgendeinen Bug zu handeln. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie lässt das Spiel mich jetzt hier nicht weiter. Und ich würde auch sagen, das Let's Play ist sowieso vorbei. Ich hoffe, ich war euch böse genug. Es gab zwar auch kleine Momente, da ist das Karma wieder hochgegangen. Aber insgesamt, ich kann es jetzt leider nicht nachgucken, weil ich nicht in den Pip-Boy komme. Aber ich denke mal, es war schon ganz böse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schöne Grüße aus dem Ödland.